Der neue Luxus-Benz soll künftig größer werden, um den Insassen noch mehr Platz zu bieten. Und das Gewicht soll durch die Verwendung von Carbon und Aluminium gesenkt werden. Positiver Nebeneffekt, das wirkt sich auf den Verbrauch aus. In der Planung sind zwei S-Klassen. Einmal die Verbrenner mit 48 Volt Technik inklusive der Hybrid-Version und einmal der rein elektrische EQS. Der bekommt allerdings eine völlig eigenständige Plattform. Beide Autos sollen ein luftgefedertes Aktivfahrwerk bekommen, welches auf Wunsch durch eine Hinterachslenkung und einen mechanischen Allradantrieb ergänzt werden kann. Weiter wichtige Themen der S-Klasse: autonomes Fahren und Assistenzsysteme. Jedoch entspricht das autonome Fahren erst dem Level 3. Das heißt, nach spätestens 10 Sekunden müssen die Hände wieder am Steuer sein. In Sachen Connectivity wird auf die neueste Generation des Infotainments MBUX zurückgegriffen. Das wird überwiegend per Spracheingabe gesteuert. Die neue Luxusklasse-Limousine von Mercedes soll 2020 auf den Markt kommen. Informationen zum Preis gibt es allerdings noch nicht. Für den Hinterkopf, derzeit gibt es die Mercedes-Benz S-Klasse ab 85.769 €.